Mensch, wer aber herausfindet, dass das FIB schon damals hinter neben Michael gesteckt hat, als sie noch zusammen unterwegs waren und jetzt eben, dass auch Brad nicht mehr ist, das könnte ganz schön böse enden für Michael. Wird's auch bestimmt. Es wird bestimmt rauskommen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei GTA 5. So, mal gucken, was für ein Körperstück von dem Folterhans gleich den Körper verlässt. This'll do. Alright. Find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah, I'll take care of it. Loosen him up. No, no, please. I tell what? You what loosen you him up. No, no, please. Mach ihn ab. Wir dürfen nochmal die Zange benutzen. Break him, Mr. Phillips. I go break. Just tell me, please. Nope, none of this is leaping out at me. Anything you want. Was ziehen wir denn damit raus? Das Bein? He's on my life elevator, man. Can you please get to work on this guy? Das Ohr abreißen? Nee, ist zu groß. Watch the knee. Hey. Now? Huh? Now you ready to talk? I'm ready to talk. It's the day I got kidnapped. The second That's weeks what ago. We were afraid of. So, yeah. This guy we're after. What does he look like? I was built. I was like middle aged. Yeah. It sounds like you're stalling. This better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you? Mal gucken, wie wir uns anstellen. Nee. We're live. You see anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern, Davey. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. Oh, das wird We're gonna gleich need noch some more böser info werden. On this guy. They're having a party down there. Oh. That ain't gonna cut it, my friend. Shit. Let me think. I remember. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Ich will ganz gerne mal alles ausprobieren, aber auch nochmal wieder was wiederverwenden. Don't hold back now. Anzünden will ich jetzt noch nicht, aber auch nicht grillen. Ich mach nochmal die Zange. I'm reasonable. Der nächste Zahn? Perfect. Oder jetzt vielleicht Fingernagel. Don't think anymore. Noch ein Zahn. Na, das ist ja langweilig. Mal wieder ansetzen, ist aber auch fies. Geht auch gegen den Uhrzeigersinn? Geht auch, aber wird nicht besser. Spritzt halt. Doch, es geht. Der rutscht raus gegen den Uhrzeigersinn. Habe ich jetzt den falschen Zahn erwischt? Das war jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Schon fies. Richtig fies. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No. He's got beer. Oh, he's got beer. He's got pushy beard. Uh-huh. Pushy beard. No, I'm not. Huh? No. Yeah. I'm telling you the truth. Pushy beard? Pushy beard. This party? Huh? Because that's all Mr. K's given us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informants and just call an airstrike on Chumash Beach. Get out the scope. Das nächste Mal nehme ich was anderes. Oh, das ist echt fies, Beard, what do you got? Anything specific or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain Men and we'll work our way down until someone fits the profile. Well, there's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for Oh, das riecht nach mehr Folter. Beards are in fashion in Chumash. Land of beach hipsters, we need more. Aber mittlerweile tut es mir leid. Also anfangs war es noch sehr lustig, aber mittlerweile, wenn du den da so auf dem Stuhl hocken siehst,
Aber warum packen der nicht mit gleich mehr Informationen aus? Der macht sich's aber auch schwer. It's gonna be a long day until you give us some intel on our target. He's got beer. He smokes like a fucking chimney. I don't know. Trev, maybe one more time? Just to be sure. No, please, no. Mm-hmm. I told you, he smokes. That's all I know. Erstmal grillen. Hit him again. We got nothing to lose. Take another two, please. Was? My heart. I will die. Please. No. No. Oh. Ow. Look. He's cooked. Quit it. Don't do it. Er lässt sich aber auch nicht beeindrucken. Er will es halt wirklich wissen, ne? Rede doch einfach, Mann, du machst sie einfach nur selbst schwer. We need him moderately coherent. Wow! I think he's getting a stiffy. Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Steve's telling me he chain smokes Redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. The rest's details. Ja, das ist eine Rechtshand. Der Quatsch, den kannst du schon mal vergessen. Irgendwer, der irgendwie was macht. Ist auch Rechtshänder. Der macht gar nichts mit seinen Händen, also nichts. Mehr Informationen bekommen wir aber nicht. Also wir hatten jetzt viermal die Chance. Einmal habe ich was Gleiches gemacht, den Kanister bekommen wir wohl nicht mehr, denn jetzt muss ich halt wirklich einfach machen, ne? Rechtshänder. Da fehlt was im Gesicht. Und der ist auch Rechtshänder gewesen. Und es ist immer noch. Ich hab vergessen, die quatschen ja nur. Ist da noch wer? Zählt das als Linkshänder, aber da fehlt doch was. Der nicht. Der hat aber auch nicht wirklich was in der Hand. Wobei, da rechts. Ist alles so uneindeutig. Hier raucht einer. Der raucht mit seinem Telefon. Was er gar nicht in der Hand hat. Ah, I see someone. He fits the profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling. Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking a shot.
Naja, er hat einen Bart, er raucht in der linken Hand. Aber welche Zigaretten sind das? Also so eindeutig ist das jetzt nicht, aber es ist halt der einzige, der dann doch hier drauf passt. Baby, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe. Could be. Used to be. Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work to the pair of you. Now I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's the sport. Der darf jetzt gehen? Let's go, come on. Wait a second, Mr. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Hätte ich ihm bloß vier Zähne ziehen sollen? Come on. Let's go. Fiel ihm aufs Knie und er hätte nicht mehr laufen können. Okay? Let's get you to the airport. Jetzt kann er aber, jetzt hat er was mit dem Herzen, mit dem Knie und eben zweimal was mit dem Gesicht. Ich glaube, das ist noch das harmloseste, oder? Was hätte ich noch machen können? Ich hätte ihn anzünden können. Hey, how's your mouth? It hurts. Can you speak? Kinda. Are you gonna hold it together? I want to go home. I want to see my family. No, 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 you have no home. You have no family. That shit is over. I do. They're in the morning wood. I love them very much. No, that's your old life. That's over now. You're off the grid. You're one of the invisible people. Just take me home. I'm taking you to the airport. You're gonna get on a plane. You're flying a long way from this country and you're gonna spread your message. I don't have a message. You're a torture advocate. Advocate? The media and the government would have us believe that torture is some necessary thing. We need it to get information, to assert ourselves. Did we get any information out of you? I would have told you everything. Exactly. Torture's for the torturer, or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that. It's useless as a means of getting information. I'm feeling lightheaded. Sometimes you torture for the torturee, but only if they're prepared to pay. I am very unwell. It's me with you. Jesus Christ, good grief. I thought we really bonded, but now I'm having my doubts. Boah, er ist echt arm dran. Warum hat er nicht gleich mit allem rausgerückt? Upsa. Weiß nicht, also... Haut verbrennen ist jetzt auch nicht so geil. Viermal Zahn raus, naja. Hätte er sich halt mal neue Zähne gekauft. Neues Bein? Zähne sind auch teuer. Aber verbrannte Haut kannst du nicht ersetzen. Die Sache mit dem Herzen, was jetzt wo angeschlagen ist, kannst du auch vergessen. Kannst du auch nicht rückgängig machen. Die Zähne halt schon. Echt miese Sache. Ich hoffe, wir machen das mit der Wurst auch nochmal. Die jetzt nämlich verdient. Departures! No one drives me to the airport. Gehen Sie da weg, da ist mein Platz. What the fuck is wrong with me? Und so geht er jetzt zum Flughafen. Run! You're free! Oh, what? But my family is here. Your family is probably the ones who got you fucking in here, alright? Now look, trust no one, alright? You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Come on. Guten Flug. Jo. Eieiei, streng nach Vorschrift. Halt mich jetzt nicht auf, unter Strom. Der Zahn muss raus. Schlüsselerlebnis, das ist legal. Nein. Gibt's Probleme, Mädchen?
wir irgendwas Nettes sagen? Hä? Gepfiffen und dann fahren die den Scheiß zusammen. Was war das jetzt? I've trodden shit with more brains. Immerhin rennt sie nicht gleich davon. Das ist immerhin Trevor. Why hasn't someone sensible shot you yet? Ich glaube, so langsam wird es persönlich, aber sie nimmt es noch nicht so ernst. Moron! Okay. Na, sie bleibt da. Twat! You're a total moron. Hat man schon so ähnlich. Ach, mehr geht nicht. Chump! You look like you struggle with simple tasks. Die ist aber echt hart im Nehmen, die passt zu Trevor. Dass sie nicht davonläuft? Why, oh why do you exist? Da haben sich echt zwei gefunden. Die hat's ja von Love Trevor abgesehen. Die kann ja gar nicht mehr von ihm lassen. You make me want a lobotomy. Hier, guck mal, Handy. Wie wär's mit Foto? Hallo. Das interessiert sie aber überhaupt nicht. Neues Hintergrundbild für Trevor. Was schaust du? Foto wird in der Galerie gespeichert. Wie sie guckt. Ah, die ist halt echt nicht zum Abhauen zu bewegen. Wenn wir sie berühren, geht sie weg, oder? Gleich kommt es zum Kuss. Die ist ja echt hin und weg. Die geht aber auch nicht wegzuschieben. Was ist denn mit der? Die ist ja echt mysteriös. Vielleicht sogar mystisch. Warum pfeift Trevor? Love the car. Die mag das Auto, deswegen mag sie Trevor. Did you lose a very big bet? Würde ich vielleicht mitfahren? Hier, guck mal. Die ist vom Spiel nicht freigegeben, die darf da nicht weg. Mann! Oh, jetzt wird's da doch langsam etwas abweisend. Ach so, Taxi haben wir vorhin gerufen, hä? Jetzt ist stehen geblieben, damit wir ran können. How are you allowed to walk the streets, moron? Okay, wir sehen uns bestimmt ein zweites Mal wieder. Man sieht sich ja immer zweimal, ne? Vielleicht unter besseren Umständen, aber jetzt habe ich keine Lust mehr. Sie reagiert ja gar nicht mehr weiter, also. Scheiß Taxi. Wenn sie wenigstens noch was gemacht hätte, aber die bleibt halt einfach still stehen. Und das ist schade. Gucken, was der so mit sich machen lässt. Ey, das ist scheiß schneller. Gibt's nicht. Das schöne Taxi. Hier fahren wir ja nur im Kreis. Der lässt es halt aber auch wirklich mit sich machen. Der könnte ja auch einfach auf die Tube drücken, ne? Tür sieht schon aus, der Kotflügel aber auch. Oh! Der lässt das halt alles mit sich machen. Wenn ich jetzt schießen würde, würde er abhauen. Also in das Auto steigt bestimmt keiner mehr ein, weil er sich denkt. Weg. Der Fahrer hat sie doch nicht mehr alle, wenn der Wagen so aussieht. Da fahre ich nicht mit. Er fährt noch eine Runde. Oh, jetzt hinten drauf brettern. Jetzt nicht so schnell in die Kurve. Nein. Jetzt haut er auf einmal ab.
Na gut, jetzt ist ja auch keiner vor ihm, wo er bremsen müsste. Oh, da hinten sieht das Rad schon rausstehen. Da ist hinten was ab. Den Auspuff sieht man auch schon. Gucken wir uns, der Wagen nicht mehr mitmacht, wann er vielleicht in die Luft fliegt. Ah, ich finde es gerade mal interessant, den Wagen nur mit RAM zu bearbeiten. Und der haut ja nicht wirklich ab, der fährt ja Runde um Runde auf ein neues mit uns. Die Seite ist ja noch gut aussehend. Das kann ich so nicht weitergehen. Du stehst mir auch im Weg. Ja, die Räder stehen schon ganz schön schief. Jetzt schiebe ich ihn da runter. Komm, fahr vor. Ja? Na, der hat ja doch Leistung. Bin etwas vom Auto enttäuscht, Trevor. Wobei? Ah. Jetzt hat er keine Lust mehr. Was? Zwei Sterne? Warum? Hä? Das ist nicht fair. Dann schiebe ich das Auto noch runter. Wenn ich es überhaupt noch schaffe, wenn die gleich ankommen. Ich brauche mehr Geschwindigkeit. Fährt er jetzt wieder mit dem Auto weg? Halt mein Auto. Oh, 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 oh. Scheiße. Okay, ich will auch runter. Komm schon, komm schon. Move. Ja, und weg. Und dann würde ich erstmal sagen, mache ich erstmal eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Abhauen. Ich glaube nicht, dass wir überleben werden. Das wird sich aber noch zeigen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.